Hallo, hallo. Willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zurück zu der Reihe How to Uni. Ich bin Becky, falls ihr das erste Mal da seid, und wir sprechen hier sehr viel über Uni und Studentenleben. Und da ich gerade meine studentische Karriere hinter mir lasse und in meinem letzten Uni-Jahr bin, dachte ich mir, teile ich mal alle Weisheiten, die ich zum Studium habe, in einer großen langen Reihe, die How to Uni heißt. Und jetzt gehen wir mal direkt in das Video rein. Wir sprechen heute über die unterschiedlichen Formen, wie man ein Studium tatsächlich finanzieren kann. Ich sage schon mal vorab, das ist ein relativ kompliziertes und langes Thema. Das heißt, setzt euch hin, nehmt euch einen Tee oder Eistee, einen Notizblock, schreibt euch die Sachen mit nebenher auf, damit ihr ungefähr Bescheid wisst. Wir gehen auf jeden Fall alle unterschiedlichen Formen durch. Und bei Studierenden ist es nämlich sehr oft so, dass es keine einzige Finanzierungsquelle gibt, sondern dass es ganz viele unterschiedliche Finanzierungsquellen gibt und sich das dann alles quasi zu dem monatlichen Beitrag zusammensetzt. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal ein Video darüber gemacht, wie viel ein Studium kostet. Da sprechen wir also über die Lebenserhaltungskosten, die so im Generellen auf Studierenden zukommen. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil dann könnt ihr euch mal vorab ausrechnen, wie viel brauche ich eigentlich zum Leben, und dann könnt ihr dieses Video nutzen, um dann eure Finanzierungsquellen quasi zusammenzutragen und zu überlegen, okay, wie viel kann ich von wo holen und wie kann man das dann zusammensetzen. Wir legen aber einfach mal direkt los mit der allerersten Finanzierungsquelle, und das ist Unterhalt bzw. Finanzierung durch Eltern oder Familie. Dazu will ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil ich glaube, dass die meisten von euch das mit den Eltern mal besprechen werden, auch was ihr ungefähr braucht zum Leben und wie man das alles so machen kann. Wir springen also direkt zur nächsten Finanzierungsquelle, und das ist Kindergeld. Kindergeld bekommt man bis einschließlich 25 Jahren, wenn man sich noch in der Ausbildung befindet. In einem Studium ist man tatsächlich noch in der Berufsausbildung, weil man noch keinen berufsbildenden Abschluss hat. Und so wie ich das verstanden habe, werden da konsekutive Master auch rausgerechnet. Das heißt, auch wenn man in einem konsekutiven Master ist, ist man noch nicht fertig und kann weiterhin Kindergeld bekommen. So wie ich das verstanden habe. Correct me if I'm wrong. Das Kindergeld ist mindestens 219 Euro pro Monat, und das bekommen meistens die Eltern ausgezahlt, weil sie dann schließlich euer Kindergeld auch irgendwann mal angemeldet haben. Das heißt, das ist ein Thema, was ihr mit euren Eltern absprechen solltet, ob sie das euch dann weiter überweisen oder generell einfach die Überweisung verändern vom Finanzamt. Das ist eine sehr beachtliche Summe. Damit kann man auf jeden Fall schon mal sein Essen im Monat abdecken. Da gibt man so im Schnitt um die 170 Euro aus, haben wir in unserem letzten Video festgestellt, zu Kosten im Studium. Und man kann zum Beispiel auch schon mal sein Telefon davon abbezahlen, also irgendwelche Verbindungskosten und so. Also man kann diese 219 Euro wirklich sehr gut nutzen. Die können auf jeden Fall sehr weit kommen. Ein KfW-Studienkredit ist eine weitere Option für die Finanzierung der Lebenserhaltungskosten im Studium. Und KfW-Studienkredit ist heute auch als Unterstützer des Videos mit dabei. Sie haben mich gebeten, euch einfach ein bisschen darüber zu informieren, was das bedeutet. Zuallererst möchte ich darüber sprechen, was es denn heißt, einen Kredit zu haben. Im Wesentlichen legt man im Studienkredit einen monatlichen Betrag fest, zwischen 100 und 650 Euro im Monat, und lässt sich diesen Betrag dann monatlich auszahlen. Diesen Betrag kann man auch später immer so wieder ein bisschen anpassen, das heißt, es muss nicht immer genau das Gleiche sein. Diesen Betrag, den man sich hat monatlich auszahlen lassen, muss man dann nach dem Studium natürlich auch zurückzahlen. Das heißt, es ist ganz wichtig, sich bewusst zu sein, dass wenn man einen KfW-Studienkredit auf sich nimmt, man auch wirklich einen Kredit und bzw. ein Darlehen auf sich nimmt, das man nach dem Studium auch zurückzahlen muss. Der KfW-Studienkredit ist gedacht für Studierende im Erst- oder im Zweitstudium, die im Alter zwischen 18 und 44 Jahren liegen. Man kann den KfW-Studienkredit verwenden, wenn man im Vollzeitstudium ist, aber auch wenn man berufsbegleitend studiert. Sprechen wir also erstmal über die Vorteile eines KfW-Studienkredits. Und der größte und erste Vorteil ist wahrscheinlich, dass es unabhängig von den Eltern ist und unabhängig vom Einkommensstatus dieser. Es ist unabhängig davon, was für eine Art von Studium ihr macht, das heißt, ob ihr Vollzeit studiert, in Teilzeit studiert oder berufsbegleitend studiert. Und die monatliche Rate ist flexibel, das heißt, ihr könnt euch einen Betrag zwischen 100 und 650 Euro raussuchen, und ihr könnt diesen auch immer wieder anpassen. Das heißt, wenn ihr in einem Semester mehr jobbt als im anderen, könnt ihr das auch entsprechend so anpassen. Die Rückzahlung von dem Kredit ist deutlich flexibler, als man sich das vorstellt. Ich glaube, die meisten haben dann im Kopf, dass man dann so studiert und dann sofort anfangen muss, zurückzuzahlen. Das ist aber bei dem KfW-Studienkredit tatsächlich nicht so, sondern es ist so, dass wenn man eben keine Auszahlungen mehr braucht, kann man diese beenden. Und nach der Beendung der Auszahlungen kommt dann die Karenzzeit. Und erst nach der Karenzphase fängt man an, das Darlehen zu tilgen. Und das kann man ja bei der Planung auch etwas im Hinterkopf behalten.
Was auch ein klarer Vorteil ist, ist, dass er sehr, sehr leicht zu beantragen ist. Also das geht online und man braucht vor allem keine Sicherheiten. Bei einem normalen Kredit oder Darlehen bei einer Bank müsste man ja so eine Art Sicherheit haben. Das heißt, entweder eine gewisse Geldsumme oder ein Haus oder sowas, wo die Bank weiß, aha, okay, falls was schiefläuft, haben wir irgendwo eine Sicherheit. Aber das gibt es bei dem KfW-Studienkredit nicht. Deswegen ist er auch spezifisch für Studierende. Der Nachteil eines KfW-Studienkredits ist, dass man mit Zinsen zurückbezahlt. Das heißt, es fallen Zinsen auf den Kredit an, die man dann eben mit zurückzahlen muss. Falls euch das genauer interessiert, wie das mit der Rückzahlung auch funktioniert und vor allem auch mit den Zinsen und so weiter funktioniert, würde ich auf jeden Fall auf die Webseite verweisen. Die haben wirklich super gute Videos zu dem Thema, wie das alles funktioniert, um auch wirklich eine gute und umfassende Entscheidung machen zu können. Ich weiß, dass sehr viele Leute Angst vor Schulden haben und ich finde das grundsätzlich auch eine super Einstellung für das Leben. Wir sollten definitiv Respekt davor haben, Schulden aufzubauen und Kredite aufzunehmen. Aber ich finde, es gibt trotzdem gewisse Situationen im Leben, wo das absolut gerechtfertigt ist, mal darüber nachzudenken. Bildung oder ein Studium ist nämlich wirklich eine große Investition in euch, in eure Karriere und in eure berufliche Zukunft und kann das Einkommen wirklich drastisch ändern. Was ich euch auch als Punkt mitgeben möchte, weil ich den relativ wichtig finde, ist, dass eine Förderung nicht für das komplette Studium sein muss. Also es ist nicht so, dass ihr einen KfW-Studienkredit unbedingt am Anfang des Studiums abschließen müsst und dann genau bis zum Ende durchziehen, sondern ihr könnt natürlich auch phasenweise zum Beispiel eine Förderung beantragen. Das heißt, es ist durchaus möglich, auch nur für einen gewissen Zeitraum eine Förderung zu haben, in der es besonders wichtig ist, wie zum Beispiel bei Abschlussarbeiten oder zum Beispiel in der Examensphase. Das heißt, das könnt ihr immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, falls es mal wirklich nötig sein sollte. Die nächste Finanzierungsoption sind tatsächlich Stipendien. Über die möchte ich mal ganz kurz sprechen. Grundsätzlich gibt es bei Stipendien 300 Euro sogenanntes Büchergeld im Monat. Das ist ein bisschen die finanzielle Unterstützung. Man bekommt aber auch oft Unterstützung für zum Beispiel Ausflüge, Auslandsaufenthalte und so weiter. Und es gibt natürlich für die meisten Stipendien auch eine gewisse ideale Förderung. Das heißt, es gibt Workshops, Vorträge und so weiter, Mentoren, die einem dann auch helfen, ein bisschen durch das Studium zu kommen. Ich glaube, viele Leute denken, dass es tatsächlich nicht so viele Stipendien gibt oder dass sie zu schlecht sind und so weiter. Aber es gibt tatsächlich sehr viele Stipendien. Mehr, als man sich das so vorstellt. Es gibt die typischen Begabtenförderungswerke, das sind so die Rosa-Luxemburg-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung und so weiter, die auch einen leichten Einschlag von unterschiedlichen Parteien haben. Es gibt auch das Deutschland-Stipendium, das kennen vielleicht viele von euch, und es gibt ganz viele kleine Stipendiengeber. Und ich werde euch in der Description-Box einen Link zu arbeiterkind.de lassen. Die haben nämlich wirklich eine sehr gute Website und sie verlinken auch auf sehr viele Suchmaschinen, wo man tatsächlich diese ganz vielen kleinen privaten Stipendien auch mal suchen kann. Ein weiteres Thema, was hier natürlich nicht übersehen wird, ist BAföG, das Bundesausbildungsförderungsgesetz. BAföG ist zu 50% staatliche Förderung und zu den anderen 50% ein zinsloses Darlehen, was ja grundsätzlich schon mal ziemlich gut klingt. Dieses Darlehen kann maximal 10.000 Euro hoch sein oder groß sein. Es beginnt 5 Jahre nach der letzten Auszahlung, wird aber dann bei der Auszahlung selbst auch so ein bisschen auf die Lebenssituation und Bedingungen angepasst. Aber hier auch ein bisschen Vorsicht geboten, 5 Jahre nach dem letzten Bezug kann auch bedeuten 5 Jahre nach dem Bachelorstudium und wenn man dann noch einen Master hat und so weiter, muss man da so ein bisschen darauf achten, wann genau das passieren könnte. Der Maximalbetrag ist 832 Euro im Monat, aber die Realität ist natürlich, dass die meisten nicht den Maximalsatz bekommen. Viele Personen bekommen eben nur einen anteiligen Satz, denn BAföG ist an gewisse Bedingungen geknüpft. Allen voran an das Gehalt der Eltern. Das ist so ein relativ schwieriges Thema. Ihr könnt euch gerne in den Kommentaren mal austauschen zum Thema BAföG. Ich hatte das Glück, nicht auf BAföG angewiesen zu sein, aber ich weiß aus der Community, dass es tatsächlich sehr schwierig sein kann, BAföG zu bekommen und das Gehalt der Eltern und was die Eltern dann tatsächlich am Ende des Monats übrig haben, zwei sehr unterschiedliche Dinge sein können, die nicht immer vom BAföG-Amt so direkt gesehen werden. Aber was ich euch unbedingt mitgeben will, ist, dass BAföG möglichst früh beantragt werden muss. Was ich nämlich jetzt erfahren habe, ist, dass BAföG ab Antrag gezahlt wird. Das heißt, wenn ihr euren Antrag zum Beispiel direkt nach der Zulassung einreicht, sagen wir mal, die kommt im August und ihr reicht euren Antrag dann direkt im August ein, dann wird ab Antrag gezahlt. Also auch wenn die Zahlung das Ewigkeiten braucht, bis das alles durchkommt und die Zahlungen zum Beispiel erst im Oktober beginnen, wird dann aber rückläufig vom August zurückbezahlt. Und das ist natürlich eine super Sache für euch, weil ihr dann vielleicht schon mal Geld habt für eine Kaution oder um ein, zwei Möbel zu holen und so weiter und generell auch irgendwie den Umzug zu packen. Der Antrag wird tatsächlich beim jeweiligen Studierendenwerk von der Uni oder der Fachhochschule
eingereicht. Das heißt, euer Studierendenwerk sollte euch da beraten und ein bisschen unterstützen. Und das Ganze kann auch tatsächlich erst nach der Zulassung geschehen. Ich würde euch aber empfehlen, eure Unterlagen für BAföG schon weit vorher zusammenzusammeln. Es gibt inzwischen recht gute Webseiten, was BAföG angeht und was man alles so an Nachweisen und so weiter vorzeigen muss. Und ich würde mich vorher informieren, was es da alles gibt und unbedingt diese Dokumente schon sammeln, bevor der Zulassungsantrag kommt, damit ihr dann wirklich so schnell wie möglich diesen Antrag reinschicken könnt. Als letzten Punkt haben wir natürlich das ganz klassische Jobben. Jobben ist super wichtig, auch für Studierende. Ich habe auch schon sehr viel gejobbt und inzwischen habe ich auch einen großen anderen Job nebenher. Aber Minijob ist so ein ganz klassischer Studentenjob. Beim Minijob kann man 450 Euro verdienen und wenn man einen WerkstudentInnenjob hat, kann man da auch ein bisschen mehr verdienen. Ich weiß aber nicht genau, wie da die Modalitäten sind. Ich möchte hier nur den Hinweis geben, dass Minijob was super Gutes ist für Studierende, da es auch steuerfrei ist und man sich keine Gedanken machen muss. Aber ich finde es super wichtig, sich etwas rauszusuchen, wo die Arbeitszeiten nicht zu stark mit der Lernzeit kollidieren oder wo vielleicht ein bisschen Flexibilität ist. Meine Empfehlung wäre also, sich einen sogenannten Hiwi zu suchen. Da ist man dann quasi eine wissenschaftliche Hilfskraft. Die gibt es zuhauf an der Uni, also es gibt super viele unterschiedliche Hiwi-Stellen und ich finde die sehr gut, weil meistens in den Abteilungen respektiert wird, dass man Klausurenphasen hat und die Arbeitszeiten dann ein bisschen flexibler sind und man die auch mal anpassen kann. Was ich euch so ein bisschen mitgeben will, ist, dass ihr das mit eurer Krankenkasse vorher nochmal abcheckt. Denn wenn ihr zum Beispiel über 25 seid oder noch familienversichert, könnte es sein, dass in eurem Krankenversicherungsvertrag festgelegt ist, dass ihr nicht mehr als zum Beispiel 450 Euro im Monat verdienen dürft. Es ist ganz oft so, dass die Krankenversicherung oder die Studiebeiträge für Krankenversicherung wirklich nur einen Minijob erlauben und nicht mehr. Und manchmal sind es auch so Sätze wie 440 Euro. Und da muss man dann natürlich dem potenziellen Arbeitgeber Bescheid geben, dass er den Hiwi-Vertrag nur auf 440 Euro setzt und nicht auf 450. Puh, ich weiß, langes Video, großes Video, sehr umfangreiche Themen. Finanzierung vom Studium ist wirklich etwas sehr Schwieriges und ich weiß, dass es so das größte Thema ist für super viele Studierende. Ich hoffe, dass ihr etwas mitnehmen konntet. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Mischformen der Finanzierung sind. Für mich, ich hatte super Glück im Studium, muss ich auch sagen. Es war ein riesiges Privileg. Meine Eltern haben mich sehr stark unterstützt und ich habe sonst eigentlich immer gejobbt im Studium und habe jetzt natürlich mit YouTube eine Selbstständigkeit aufgebaut, mit der ich auch ein bisschen mehr verdiene, hat natürlich auch mehr Verantwortung und so weiter. Aber so macht es mir Spaß und ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich so privilegiert einfach leben durfte, auf jeden Fall. Aber ich weiß, dass es nicht für alle Studis die Realität ist und dass es für viele sehr, sehr schwierig ist. Deswegen tauscht euch gerne in den Kommentaren aus oder im Discord-Server. Falls euch generell diese Studi-Themen interessieren, dann bleibt gerne dran, abonniert, hinterlasst einen Like, das hilft mir und meinen Videos immer sehr. Deswegen sage ich es nochmal und wir sehen uns wieder bald. Bis dann!